Wir sind drauf. Also Nico Büdel ist jetzt bei uns. Herzlichen Glückwunsch zum Spiel. Nico, sensationelle Leistung. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Ja, kann man sich vorstellen, dass die Stimmung natürlich heute gut ist. Ne? Auch bei dir, hervorragende Leistung, überragend. Wir haben einen sensationell kämpfenden Nico Büdel gesehen, immer mit dem Druck zum Tor. Wie siehst du selber deine Leistung heute? Ja, ich bin absolut zufrieden. Ich denke, das war ein gutes Spiel. Aber ein sehr gutes Spiel. Danke. Aber wir haben die komplette Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel heute gemacht, weil sonst gewinnt man nicht gegen Magdeburg. Und Kompliment an alle, wir haben uns reingehauen, wir haben gekämpft. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Darauf können wir heute stolz sein und das war eine super, super Leistung. Kleiner Wermutstropfen, oder nicht ein kleiner Wermutstropfen, sondern ein riesengroßer Wermutstropfen. Clement Verlin haben wir gesehen, 15 Minuten, hat sich ans Knie gelangt, ist dann auch nicht mehr gekommen, war auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf der Bank. Könnt ihr schon irgendwas sagen, wie geht's ihm? Ja, das ist natürlich bitter, sowas sieht man ungerne, dass sich einer verletzt. Clement macht einen sehr geknickten Eindruck in der Kabine. Stehen jetzt die nächsten Tagen sicher weitere diagnostische Verfahren an. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich drücke ihm die Daumen, dass es nicht so schlimm ist. Das drücken wir alle natürlich. Aber Martin Ziemer in der ersten Halbzeit am Anfang ein bisschen unglücklich gewirkt, aber hinten raus sensationellen Job gemacht und sicherlich auch die Punkte hiermit festgehalten. Ja, Martin hat zweite Halbzeit sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, sehr gut gehalten. Wie ich schon gesagt habe, also Kompliment an alle. Jeder hatte heute seinen Teil dazu beigetragen. Super. Alles klar, dann feiert ein bisschen. Ihr habt jetzt 10 Tage, 12 Tage Pause, wobei Pause glaube ich, ihr wollt gar keine Pause mehr, oder? Naja, wenn man so ein Spiel gewinnt, will man am liebsten den Rückenwind natürlich irgendwie mitnehmen in die nächste Partie. Es ist halt wie es ist. Wir sind natürlich auch nach der Quarantäne eigentlich noch nicht so bei 100% gewesen, haben uns heute vielleicht einen kleinen Rausch gespielt. Haben bestimmt noch ein bisschen Trainingsrückstand jetzt aufzuholen nach 2 Wochen zu Hause und wir werden da sicherlich dran arbeiten. Aber jetzt kommt der THW Kiel, das ist doch einfach ein ganz einfaches Spiel, oder? Kannst du nur gewinnen, so ein Ding. Und wenn du es verlierst, sagt jeder, es war der THW Kiel. Eigentlich schon. Die Frage ist natürlich dann auch wie. Und das Wie, das werden wir uns natürlich anschauen. Live bei Sky oder eben bei uns übers Ferienradio kann man es ja miterleben und mit Arena TV. Zumindest im Vorfeld. Und wir drücken euch die Daumen, wir drücken vor allem Clement die Daumen, dass es mit seinem Knie einigermaßen ordentlich hinhaut und dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Aktuell glaube ich, wir haben alle gesehen, schaut es nicht so richtig gut aus und wir drücken Clement hier alle die Daumen. Und ich sage herzliches Dankeschön trotzdem. Gratulation, Nico Büdel. Dankeschön. Wir hören Max Jäger, er sitzt da, anstatt dass er zu uns kommt. Also, wo ist er? Da ist der Max Jäger. So, Max, ich darf dein Mikrofon aus Hygienegründen nicht anlangen. Aber du darfst es anlangen, ja. Max Jäger, herzlichen Glückwunsch. Sensationelle Leistung, oder? Vom Ergebnis her auf jeden Fall, glaube ich, zufrieden. Vor allem nach der Corona-Zwangspause, wie das, glaube ich, schon jeder mitbekommen hat. Ich glaube, heute können wir zufrieden sein. Ihr könnt auf jeden Fall zufrieden sein. Wir haben das gar nicht so richtig mitgekriegt. Auf einmal war Max Jäger auf der linken Außenbahn da, hat den Gästen dann 3 blitzsaubere Tore eingeschenkt. Wie siehst du deine Leistung heute? Ich glaube, meine Leistung ordne ich jetzt mal lieber ein bisschen unter, weil ich glaube, die 2 Punkte sind heute sehr wichtig. Oh, wenn wir ein Hasenschwein hätten, Max, ja, ich hätte dir schon 5 € abgenommen dafür. Ja, gebe ich gerne. Chrissy war ein bisschen müde, verständlich, nach dem Corona, was uns alle betroffen hat. Und er hat heute ordentlich ein paar Kilometer hier abgelaufen. Und mir war klar, haben wir schon vorher drüber gesprochen, wenn Chrissy müde wird, dann komme ich. Und ich glaube, ja, mein Ziel oder von jedem anderen auch ist, wenn man reinkommt, dann bringe ich mal seine Leistung. Und habe ich mein Bestes gegeben. Und das war heute hervorragend. Wir sagen jetzt ein herzliches Dankeschön. Wir haben es auch gerade schon mit Nico Büdel besprochen. Ich glaube, in der Kabine die Stimmung so ein bisschen einerseits top, weil gewonnen und andererseits flop natürlich, weil die Verletzung von Clement Verlin wahrscheinlich alles dominiert. Kannst du ein bisschen Einblicke aus der Kabine geben? Ja, ich glaube, im Endeffekt wird das MRT zeigen, was genau es ist. Gut sah es nicht aus. Clement ist jetzt zur Halbzeit duschen gegangen. Ich glaube, wir können sehr froh sein, dass wir dann noch so einen Mann wie Martin haben, der dann in der zweiten Halbzeit uns ordentlich geholfen hat. Aber bis jetzt, natürlich ist es was jetzt ein bisschen den Sieg trübt. Und wir haben jetzt einige Spiele im Mai,
Und deswegen wäre das schon sehr bitter, wenn der Clement ausfällt. Wir drücken Clement von hier die Daumen und zu deiner Leistung nochmal herzlichen Glückwunsch heute und ein bisschen feiern ist, glaube ich, erlaubt, oder? Wird der Trainer auch zugestehen. 12 Tage sind Pause, bis Kiel kommt. Ja, das stimmt. Ich glaube, jetzt können wir feiern in der Kabine, aber wie gesagt, wir hatten jetzt, glaube ich, genug Pause, wo wir uns ausruhen konnten. Deswegen wird jetzt regeneriert und dann wieder von vorne angegriffen. Alles klar. Max, herzliches Dankeschön. Glückwunsch nochmal zum Sieg hier gegen den SC Magdeburg. Danke dir. Danke.